Ja, hallo, liebe Facebooker und Zuschauer auf Echo Online. Willkommen zum Echo Live Talk zur Bürgermeisterwahl in Rostock. Wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, am Sonntag, 14. März, wird ja nicht nur das Parlament in Rostock gewählt, also ist Kommunalwahl, sondern es wird auch diejenige gewählt oder derjenige, in dem Fall diejenige, die sich dann mit dem Parlament herumschlagen muss. Das ist dann der Bürgermeister im Zweifelsfall. Und in Rostock haben wir den Fall, dass nur eine Kandidatin da ist. Das ist die Amtsinhaberin, die Frau Christel Sprössler, die wir heute Abend herzlich willkommen heißen. Vielen Hallo, schön, Dank. dass Sie da sind, dass Ja, Sie sich die Zeit gerne. genommen haben. Natürlich. Wir haben eine Bewerberin, was aber nicht bedeutet, dass wir keine Fragen mehr haben. Das ist ganz klar. Die Frau Sprössler ist jetzt muss ich überlegen, 18 Jahre im Amt. 17. 17, es werden dann 18 sein, ne? Geht in ihre vierte Amtszeit, wenn sie denn bestätigt wird. Das wären dann 24 Jahre. Also das sind schon viele, viele Fragen, die wir noch haben. Und ich denke, wir werden heute Abend trotzdem einen interessanten Abend erleben, trotz dessen, dass wir eben keine Mitbewerber haben bei dieser Wahl. Einige Sachen noch zum Ablauf. Erstmal vielleicht zur Hygiene. Wie Sie sehen, haben wir hier Pappbecher vor uns stehen. Und wir haben jeder eine Flasche Wasser, die vielleicht ab und zu auf den Tisch geholt wird. Das ist alles der Hygiene geschuldet. Wir haben verzichtet darauf, Masken aufzuziehen. Wir haben Abstand, wir waren in Abstand, aber Sie sollen ja verstehen, was heute Abend gesagt wird. Und Sie sollen natürlich auch erkennen, wer es sagt, auch wenn nur die Frau Sprössler unser Gast ist heute Abend. So, bei uns zu Gast sage ich, weil wir sind zu zweit, das ist mein Kollege der Matthias Vogt, der ist Redakteur in der Landkreisredaktion Darmstadt-Dieburg. Und das ist meine Wenigkeit, der Thomas Bach, ich bin der Redaktionsleiter in derselben Redaktion. So, und ganz kurz zum Ablauf noch. Sie hatten ja oder ihr hattet ja im Vorfeld die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Das haben kaum welche genutzt, leider Gottes. Ihr habt aber auch jetzt noch während unseres Live-Talks die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Das könnt ihr über die Kommentarfunktion bei Facebook machen. Und die werden uns dann hier rübergereicht und wir stellen sie dann der Frau Sprössler. So, und jetzt würde ich sagen, legen wir los und es wird persönlich zu Beginn. Ganz genau. Erster Themenkomplex. Wir haben das Ganze so ein bisschen geordnet. Wir beginnen mit Persönliches, um ein bisschen warm zu werden, um ein bisschen was zu erfahren über die Frau Sprössler, für alle, die vielleicht noch nicht alles wissen über sie. Vielleicht, Frau Sprössler, am Anfang stellen Sie sich kurz unseren Zuschauern vor. Na gerne. Also ich bin die Christel Sprössler, ich bin ja die Bürgermeisterin von Rostock, wie gesagt in der dritten Amtszeit. Ich bin verheiratet, habe eine Tochter und ich wohne natürlich mit meiner Familie auch in meiner Heimatgemeinde im Ortsteil Gundernhausen. Ich bin da sehr verwurzelt, habe früher auch vielen Vereinen gemacht und so weiter. Bin schon sehr, sehr lange zunächst ehrenamtlich aktiv und dann halt eben hauptamtlich. Von Beruf bin ich Diplomkauffrau. Ich habe BWL studiert und an der Uni Frankfurt dann mein Diplom gemacht und habe dann auch 10 Jahre lang bei der Condor gearbeitet, also bei der Condor Flugdienst. Denen geht es jetzt heute nicht so gut, ne? Ja, also das ist mein beruflicher Hintergrund und habe dann 2003 meine Position bei der Condor, wo ich im Marketing beschäftigt war, gegen den Rathaussessel eingetauscht und habe das nie bereut. Flugzeugsessel gegen Rathaussessel. Nicht schlecht, ne? Wirklich schlecht. Das war jetzt die formale Vorstellung, aber wir haben gedacht, wir machen diesmal noch ein bisschen was anderes, um Sie noch von einer anderen Seite kennenzulernen, machen so ein kleines Warm-up. Ein Spielchen, den sogenannten Talenttest. Oh Gott. Dabei schätzen Sie bitte Ihr Talent ein bei verschiedenen Okay. Eigenschaften, zwischen 10 Punkten für Volltreffer, grandiose Begabung bis hin zu 0 Punkten. Überhaupt nicht talentiert, absolut talentfrei. Wie schätzen Sie sich denn selber ein als Sportskanone? Och, 6 bis 7. 6 bis 7, okay. Was machen Sie denn für einen Sport? Ich mache sehr regelmäßig Yoga. Also, Yoga. ja, jeden Tag. Die Ich ruhende fahre, Person, sehr gut. ja, ist ein super Ausgleich. Ich fahre viel im Sommer viel Fahrrad. Also, wenn es das Amt, also wenn es meine Termine hergeben und uns das Wetter natürlich auch, dann fahre ich auch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Bin gerne in der Natur, gehe viel spazieren, im Sommer laufen, im Winter Skifahren. Aber ich bin jetzt keine Sportskanone, ich bin nicht die schnellste Läuferin und das nicht, aber ich bewege mich sehr gerne und bin gerne in der frischen Luft und mache, wie gesagt, sehr regelmäßig Yoga. Deswegen 6 bis 7. Dann für Rostorf ganz wichtig natürlich, wie schätzen Sie sich ein als Fasnachterin? Ah! 11. Elf? Nein, nicht ganz. Aber ich feiere gerne Fasnacht. Meine ganze Familie ist im Fasnacht sehr verwurzelt in verschiedenen Fasnachtsgruppen. Ich auch. Also 8 bis 9. Also wir sind da schon eher vorne mit dabei.
Das wird die Opposition gerne hören. Die Frau Sprössler ist eine überzeugte Mehrerin. Genau. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wie schätzen Sie sich ein als Bundeskanzlerin? Als Bundeskanzlerin? Ach, ich sag mal, da braucht man ein dickes Fell. Mhm. Man braucht die Gabe, die Dinge neutral zu sehen. Man darf sich selbst nicht so wichtig nehmen. Ich glaube, das könnte ich ganz gut. Sie haben ja quasi Ihren Job auch eben beschrieben, ne? Als Bürgermeisterin. Ja. Also von daher ist auf einer ganz anderen Ebene sicherlich interessant. Wollen würde ich es nicht, aber gut, ich glaube 7, 8 bis 9 könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Dann gehen wir in eine ganz andere Richtung. Wie schätzen Sie Ihr Talent ein als Mutter? 10. Das ging wie aus der Pistole das geschossen. Wir auch, wie da kann ich das mal jetzt nachfragen? Noch? Im unteren Haus bei der Tochter. Genau. Das wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Ich glaube, sie hört jetzt zu, um Gottes Willen. Okay. Also. Dann, wie schätzen Sie Ihr Talent ein als Umweltschützerin? Ja, schon auch. Also 7, 8 auf jeden Fall. Mhm. Okay. Und? Viel gemacht, ja. Was haben Sie denn gemacht für den Umweltschutz? Also wir reden jetzt mal privater Natur. Ne? Es geht ja ums Persönliche. Ja, also ich fahre viel Fahrrad, ich fahre ein Elektroauto beispielsweise. Ja, stimmt, ja, genau. Also das mache ich aus Überzeugung. Das macht man ja nicht wegen dem Geldbeutel, sondern das macht man aus Überzeugung. Ich mache das. Das ist übrigens auch ein privates Elektroauto. Das ist kein Dienstwagen. Habe ich mir selbst angeschafft und fahre das auch aus Leidenschaft. Ich versuche natürlich auch zu Hause auf Plastikmüll zu verzichten, soweit das eben geht. Koche immer frisch. Wir kaufen beim Bio-Eier von der Nachbarin. Die Hühner füttern wir selbst beispielsweise. Wir pflanzen gemeinsam mit der Nachbarin viel im Garten selbst an. Also ich denke, das, was man so bei einem ambitionierten Berufsalltag machen kann, das mache ich. Koche viel selbst. Also natürlich ohne Fertigprodukte und so weiter. Also ich versuche da durchaus auch eine Vorbildfunktion einzunehmen, natürlich auch für meine Tochter. Sehr gut. Ja. Und jetzt noch als allerletztes wieder, auch sehr Rossdorf-spezifisch, wie ist Ihr Talent als Akkordeonspielerin? Ja, das ist natürlich auch gut, ne? Also ganz hoch. Ne? Leider habe ich ja nicht so viel Zeit, das auszuüben. Aber also ich bin eine leidenschaftliche Musikerin und werde es auch immer sein. Vielleicht erzählen Sie unseren Zuschauern, wer es noch nicht weiß, dass Sie sind ja auch im Akkordeonclub in Rostock, ne? Ja, also nicht mehr aktiv, schon seit längerer Zeit nicht mehr aktiv. Aber wir haben da ein Akkordeonorchester, klar, ich habe da viele Jahre, ich habe da gelernt, ich war auch Vorsitzende viele Jahre und habe da auch leidenschaftlich gern Musik gemacht, natürlich, klar. Mhm. Doch, das haben wir dort und bin natürlich dem Verein immer noch ganz eng verbunden. Mhm. Aber nicht nur Akkordeon, spiele auch gerne Klavier überhaupt, also Musik ist schon auch eine Leidenschaft. Hilft auch manchmal, gell, Musik. Auf alle Fälle. Ja. Jetzt könnte ich Sie auch noch nach Ihrem Talent als Bürgermeisterin fragen, aber ich würde es gerne mal anders formulieren. Ich würde Sie gerne mal um eine Einschätzung bitten, weil wir haben ja das Phänomen, das haben wir übrigens bei Ihren Amtskollegen, die ja auch saßen und waren Alleinkandidat, auch getan. Wenn man Alleinkandidat ist, woran liegt das denn eigentlich? Liegt es daran, weil die Opposition ja nur niemanden aufstellt? Das ist okay, das ist ja das, was wir alle sehen an Fakt. Aber woran liegt es denn eigentlich? Haben Sie Einschätzung, dass Sie vielleicht in der Krise jetzt, dass sich deswegen niemand gemeldet hat, dass Sie die Richtige sind? Oder könnte es daran liegen, dass Sie einfach so gut sind und keiner gegen Sie gewagt hat? Also das wie laden Sie sich da ein? Das geht mir jetzt um eine persönliche Einschätzung. Ja, natürlich. Also darüber habe ich mir natürlich auch viele Gedanken gemacht, weil in Rostock ist meine 4. Wahl und bis jetzt war es ja noch nie so, dass ich keinen Gegenkandidaten hatte. Also mindestens eine Person hat ja immer noch gegen mich kandidiert, was ich für völlig normal halte. Jetzt habe ich keinen Kandidaten. Ich denke, das hat mehrere Gründe. Also zum einen ist es so, dass es fällt zusammen mit der Kommunalwahl und die Parteien müssen sich natürlich da ein Stück weit auch entscheiden, wo sie ihre Energie hinwenden. Und das ist natürlich auch eine Kostenfrage letzten Endes, klar, wenn man noch zusätzlich eine Bürgermeisterwahl durchführt. Das Zweite ist, ich glaube, durch die Corona-Pandemie, die nächsten Jahre werden ja nicht lustig. Die werden nicht lustig. Also wir sehen es ja jetzt schon an der Gewerbesteuer, auch an Einkommensteueranteilen, in der Kurzarbeit und so weiter. Also das wird ja sehr, sehr schwierig werden in den nächsten Jahren.
Ich glaube auch, dass das Amt des Bürgermeisters generell nicht mehr so beliebt ist wie vielleicht noch früher, weil die Menschen heute viel mehr Wert auf ihre Work-Life-Balance legen. Also dieses unbedingte Einbringen auch über den normalen Berufsalltag 9-to-5 hinaus, also am Abend, dann fast jedem Wochenende, das ist nicht jedermanns Sache. Ich weiß gar nicht, ich habe manchmal so den Eindruck, wenn ich auch Rückmeldungen aus der Bevölkerung bekomme, so, ach, mit dir will ich nicht tauschen und so, nur, du bist ja immer unterwegs und so weiter. Es ist die Frage, ob man das will. Ein weiterer Punkt ist, natürlich stehen wir jetzt bei den ganzen Online-Medien, vor allem bei den sozialen Netzwerken, Facebook und so weiter, ganz anders unter Beschuss, als man das noch früher gemacht, also als es noch früher war. Also heute muss man sich viel stärker auch mit Anfeindungen im Netz beispielsweise auseinandersetzen. Nicht jeder will das, ja. Also von daher, ich denke, das ist ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Ja gut, ich sag mal, wenn die Leute sagen, die Sprössler, die ist so schrecklich, ja, die ist wirklich, die muss weg, ich meine, dann hätten sie vielleicht auch einen gefunden, der es macht. Das mag schon auch sein. Aber ich glaube, andere Faktoren spielen da eine Rolle, weil ich die Parteien in unserer Gemeinde eigentlich so kennengelernt habe, dass, auch wenn sie sich vielleicht weniger starke Chancen ausrechnen, der Demokratie zuliebe, haben sie in der Vergangenheit schon immer auch einen Kandidaten aufgestellt. Und ich glaube, das ist dieses Mal den Faktoren geschuldet, die ich gerade eben gesagt habe. Sie hatten aber auch gesagt, unter Beschuss stehen. Jetzt 17 Jahre ist eine lange Zeit. Haben Sie sich verändert in diesen 17 Jahren? Ich mich? Ja, klar. Also haben Sie sich verändert in den letzten 17 Jahren? Äußerlich auf jeden Fall. Ja, also, aber wir fragen jetzt mal nach den inneren Werten. Ist man härter geworden? Vielleicht macht man Sachen anders als zu Beginn der Amtszeit? Ich hoffe, dass ich mich in meiner Persönlichkeit wenig verändert habe. Dass ich noch genauso jedem zuhöre, dass ich noch genauso jedes Anliegen auch ernst nehme. Das hoffe ich. Ich selbst kann das ja für mich so ganz schwer beurteilen. Aber natürlich ist es so, dass man in bestimmten Problemfällen eine gewisse Routine bekommt. Also manches kommt einem dann bekannt vor. Da weiß man, wie hat man sich zu verhalten, wie manage ich die Krise, ja, wen muss ich da mal anrufen, wo hole ich mir Hilfe, wer hat das wohl auch schon mal so durchgemacht und so weiter. Man bekommt dann natürlich eine gewisse Routine, die gut ist an der Stelle. Also eine Erfahrung, gerade jetzt hier in der Krise, ist gut. Also wir haben ja mehrere Krisen durchlaufen, die Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 und so weiter, das muss ich Ihnen nicht sagen. Aber da habe ich natürlich viel gelernt, was mir heute zugute kommt. Und von daher kann ich schon sagen, dass ich für mich mal in Anspruch nehme, dass ich mein Amt heute nicht weniger leidenschaftlich, aber vielleicht mit einem Tick mehr Souveränität wahrnehme, wie am Anfang, weil ich natürlich viel Erfahrung mitbringe. Sie hatten die Routine angesprochen. Bei aller Routine, die man mitbringt und die auch gut sein kann, wie Sie sagten, wie schützt man sich davor, dass man betriebsblind wird? Dass man Sachen nicht mehr sieht vielleicht oder auch nicht mehr so engagiert angeht? Also ich glaube, das ist auch eine Frage des Führungsstils. Also ich ermuntere meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle Menschen in meinem Umfeld, mir immer die Wahrheit zu sagen, offen zu sein, Kritik zu üben. Natürlich am liebsten hinter verschlossener Tür und nicht in aller Öffentlichkeit, das ist klar. Aber trotzdem, also ich wünsche mir ein offenes und ehrliches und faires Klima und nehme die Anregungen dann auch durchaus ernst. Natürlich setze ich nicht alles um, aber ich nehme das ernst und weg das ab. Und ein ganz wichtiges Korrektiv ist natürlich auch meine Familie. In meiner Familie spielt es überhaupt keine Rolle, dass ich Bürgermeisterin bin. Also wenn ich nach Hause komme, bin ich die Mutter und fertig, ja. Und das ist natürlich auch wichtig, ne? Auch in meinem Freundeskreis. Also das sind auch wieder mehrere Punkte, die da zusammenkommen. Aber diese Betriebsblindheit, ich denke, die kann man am besten damit umgehen, indem man sich ein gesundes Netzwerk aufbaut von Menschen, die einen eben auch auf Dinge hinweist, auf die man denen vielleicht einfach auch nicht mehr kommt, weil man sie nicht mehr sieht. Prima, Frau Sprössler, vielen Dank. Da haben wir Sie jetzt ein bisschen persönlich kennengelernt. Jetzt werden wir politisch. Genau, jetzt kommen wir mal zu den Sachthemen, wo wir gedacht haben, dass die in Roßdorf eine große Rolle spielen und die auch im Parlament oft und gerne diskutiert werden. Erstes großes Thema, Wohnen, der gesamte Komplex Wohnen nach Verdichtung und bezahlbarer Wohnraum ist auf jeden Fall eins der Top-Themen. Der Wohnraum in Darmstadt und Rhein-Main im ganzen Gebiet ist sehr knapp und auch in Roßdorf bekommt man das zu spüren. Gerade auch die Nähe zu Darmstadt, die paar Kilometer, die Roßdorf ja nur entfernt liegt. Die Mieten, die Grundstückspreise, sie sind doch stark gestiegen in den vergangenen Jahren. Teilen Sie die Sorgen einiger Bürger, die befürchten, dass Roßdorf sich zu einer Schlafstadt entwickeln kann, wie es ja oft schon formuliert wurde, auch im Parlament?
zu einer Schlafstadt, in der sich nur noch Topverdiener überhaupt Wohnraum leisten können. Ich verstehe, wo diese Sorge herkommt, aber ich teile sie nicht. Mhm. Also natürlich ist es so, dass sich unser Wohnraum verdichtet. Natürlich ist es so, dass heute Grundstücke anders ausgenutzt werden, als das früher der Fall ist, oder als es früher der Fall war, als diese Wohngebiete neu erschlossen worden sind in den 70er Jahren in aller Regel. Das ist natürlich so. Natürlich haben wir auch dadurch einen erheblichen Zuzug. Aber dennoch, also wir haben eine stabile Dorfgemeinschaft, so nenne ich sie trotzdem noch, auch wenn wir ja schon fast schon vorstädtischen Charakter haben, mit einer wahnsinnig engagierten Bürgerschaft, mit 100 Ortsvereinen, die sehr aktiv sind, wo wir auch alles dafür tun, dass sie diese Aktivität auch weiterleben können. Natürlich verändert sich der Charakter ein Stück weit, aber dass wir zu einer reinen Schlafstadt werden, wie es manchmal formuliert wird, also diese Sorge, die teile ich nicht, nein. Sie hatten gerade schon angesprochen, dass dann größere Häuser auch gebaut werden, also Thema innerörtliche Nachverdichtung. Das ist ja ein Mittel, das jetzt schon an manchen Stellen gewählt wurde in der Gemeinde. Beispiel, haben wir alle mitbekommen, am südlichen Ortsrand auf der Schmelz. Da hatte sich ja eine Bürgerinitiative gegründet, weil dort ein Grundstück verkauft wurde. Da war vorher ein Einfamilienhaus drauf und dann hinterher wurden eben, ich glaube, am Ende dann 6 Wohneinheiten geschaffen. Auf jeden Fall deutlich mehr als zuvor, zum Unmut der Anwohner. Sind solche Immobilienprojekte, wie gerade genannt, künftig die Ausnahme oder werden sie zunehmend das Bild der Gemeinde bestimmen? Naja, es ist ja so, auf der Schmelz haben wir, wenn ich die Bodenrichtwertkarte richtig vor Augen habe, mittlerweile einen Quadratmeterpreis von 440 Euro pro Quadratmeter. So, jetzt verstirbt jemand, der alleine in einem Haus gewohnt hat. Die Erben sind an einem Einzug in dieses Haus nicht interessiert, weil sie vielleicht selbst Häuser haben, irgendwo anders wohnen, weil sie versorgt sind. Sie wollen dieses Haus verkaufen. Die Grundstücke damals waren relativ groß. In diesem besagten Grundstück, was Sie gerade erwähnt haben, in dem übrigens ein Haus mit nur 5 Wohnungen gebaut werden, ich möchte aber gleich noch was dazu sagen. Dieses Grundstück ist ca. 1000 Quadratmeter groß. So, jetzt haben Sie einen Bodenrichtwert von 440 Euro und ein Grundstück von 1000 Quadratmeter. In aller Regel ist es so, dass die Erben, und da mache ich Ihnen noch gar keinen Vorwurf, das Grundstück natürlich bestmöglich verkaufen wollen. Und der Bodenrichtwert ist ja da, wie der Name schon sagt, ein Richtwert. Also sie versuchen natürlich mehr zu erzielen. Ein Bauträger ist unter Umständen bereit, mehr zu zahlen, weil er natürlich genau weiß, was Sie gerade gesagt haben, dass Rostorf ein gesuchter und begehrter Wohnort ist. Und da ist er natürlich bereit, auch mehr als diese 440 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch zu legen. Jemanden zu finden, der wenigstens zum Bodenrichtwert diese 1000 Quadratmeter kauft und dann noch ein Haus draufstellt, weil in diesem alten Haus, das wird er wahrscheinlich nicht übernehmen wollen, das ist schwer zu finden. Und deswegen entscheiden sich natürlich die meisten Erben, dann eben an einen Investor zu verkaufen. Und da können wir nicht reinreden, da können wir nicht mitmischen, das ist gar nicht unsere Entscheidung. Um was es in diesem Konflikt ging, war ja, dass wir einen Vorhaben- und Erschließungsplan aufgestellt haben. Also, dass die Gemeinde Planungsrecht geschaffen hat für dieses Gebäude. Und zwar in der Form, dass ein zweigeschossiges Wohngebäude mit einem Staffelgeschoss in gewissen Dimensionen, was abweichend war von der Nachbarschaftsbebauung, dass es dort zulässig ist. Und das war ja der springende Punkt. Also man kann ja niemandem verwehren, dass er sein Grundstück veräußert und dass dieses Grundstück dann eben bebaut wird. Aber kritisiert wurde, dass die Gemeindevertretung dafür einen Vorhabenerschließungsplan gemacht hat. Aber fragen wir doch vielleicht mal andersrum, Frau Sprössler. Ist das dann das Bild von Nachverdichtung, was wir uns von Rostorf machen können? Dass solche Gebäude, also größere Komplexe auf kleineren Grundstücken, wo vorher kleinere Häuser draufstanden, entstehen werden? Das wird so sein, nicht in jedem Fall, aber in einigen Fällen wird das so sein. Aber was wir aus diesem Konflikt gelernt haben, also zum einen hat dieses Verfahren ja dazu geführt, dass es statt 6 Wohneinheiten am Ende nur 5 werden, dass weniger Parkplätze gebaut werden müssen und so weiter. Also es ist ja nicht ohne Erfolg geblieben. Und was wir eben auch gelernt haben, ist, dass wir keine Vorhabenerschließungspläne mehr machen möchten, sondern dass in aller Regel eben nach der umliegenden Bebauung die Grundstücke ausgenutzt werden sollen, beziehungsweise durch die Aufstellung von Bebauungsplänen
auch die Nachbarschaft in das Planungsgebiet mit einbezogen werden soll. Das haben wir daraus gelernt. Und so werden wir es auch in Zukunft handhaben. Wie stehen Sie denn zu der Forderung, quartiersbezogene Bebauungspläne? Das ist genau das. Genau. Okay. Und das ist genau das. Das hat Vor- und Nachteile, sage ich Ihnen auch. Also der Vorteil ist natürlich, dass man den Nachbarn dieses Bauvorhabens dann die gleichen Möglichkeiten zubilligt wie dem Bauvorhaben selbst, dass man sie mit einbezieht und ihnen auch Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet. Der Nachteil ist, in einem Vorhabenerschließungsplan, da gehört ein Durchführungsvertrag dazu. Da kann ich natürlich nochmal ganz andere Dinge regeln mit dem Bauherrn, die ich ansonsten nicht regeln kann und durchaus auch zum Vorteil der Gemeinde. Also man muss da immer ganz genau abwägen. Wir haben uns aber dafür entschieden, diese quartiersbezogenen Bebauungspläne dann eben aufzustellen. Denn ich glaube, dass die Akzeptanz in der Nachbarschaft auch steigt, wenn der Nachbar selbst halt eben von dieser Bebauung auch einen Vorteil generieren kann. Also eben auch dann späterhin, wenn er dann selbst mal sich vergrößern möchte, die Möglichkeit dazu bekommt. Dann noch der Aspekt, den viele interessieren, bezahlbarer Wohnraum. Es gibt ja Kritiker, die sagen, es gibt deutlich zu wenig bezahlbaren Wohnraum in Roßdorf. Wie schätzen Sie die Lage ein? Muss mehr getan werden und wenn ja, wo? Auf alle Fälle muss mehr getan werden. Das ist natürlich schon auch so, dass wenn private Investoren sich engagieren, dann versuchen sie natürlich auch, Miete oder die Quadratmeterpreise im Eigentum dann eben entsprechend zu verteuern, das ist klar. Und deswegen muss da mehr getan werden, ganz klar. Die Frage ist halt nur wie. Ja. Und auf private Projekte hat man wenig Einfluss. Man hätte dann Einfluss, wenn man einen Vorhabenerschließungsplan macht und einen Durchführungsvertrag abschließt, dann hätte man darauf Einfluss, ja. Aber so hat man wenig Einfluss darauf. Also bleiben die Bauprojekte, die auf dem Grund passieren, die von der Gemeinde verkauft werden. Also zum Beispiel jetzt bei uns im Münkel. Im Münkel haben wir Flächen für Geschosswohnungsbau vorgesehen. Und wenn wir diese Flächen verkaufen, dann können wir auch Bedingungen formulieren. Nämlich, dass ein gewisser Anteil der Wohnungen zu sogenannten bezahlbaren Mieten vermietet werden sollen. Dann bleibt natürlich die Frage, was ist denn eine bezahlbare Miete? Das ist ja unter Umständen für jeden was anderes, eine bezahlbare Miete. Da haben wir uns auch eine Definition überlegt. Und zwar das, was die Kreisagentur für Beschäftigung als bezahlbare Miete definiert. Über die Kosten der Unterkunft werden ja die Mieten, die dieses Amt bereit ist zu bezahlen, die werden ja also gemeindescharf ermittelt für unterschiedliche also Flächengrößen der Wohnungen. Und das definieren wir als bezahlbar. Das, was eben die Kreisagentur anerkennt. Und so werden wir jetzt auch im Münkel bei diesem Geschosswohnungsbau 30% der Mietwohnungen eben über die Kaufverträge binden, dass die eben zu sogenannten bezahlbaren Mieten eben weitergegeben werden. Nicht zu verwechseln mit sozialem Wohnungsbau. Nein, klar. Ganz was anderes, ne? Genau. Bei bezahlbarem Wohnraum richtet sich eher an also gering und auch Normalverdiener, dass die sich genau Normalverdiener leisten können. Sie hatten es angesprochen mit den 30% bezahlbarem Wohnraum auf dem Gebiet. Das war ja auch, hatten wir auch berichtet, im Parlament behandelt worden. Das war jetzt das eine Projekt, was Sie genannt haben im Münkel, aber reicht eben dieses eine Projekt aus? Denn die Fläche ist ja jetzt auch nicht sehr groß. Wenn man jetzt mal das gesamte Misch- und Gewerbegebiet sieht, ist es ja doch nur im Nordwesten eine recht kleine Fläche an Wohnbebauung und davon dann nochmal nur eine kleine Fläche für bezahlbaren Wohnraum. Wenn wir mal weiter in die Zukunft schauen, wo könnte denn noch bezahlbarer Wohnraum entstehen in Roßdorf oder wie? Also so klein ist die Zahl gar nicht. Also wenn ich mal davon ausgehe, dass ca. 100 Wohnungen dort entstehen, also dreigeschossig plus Dachgeschoss. Für bezahlbaren Wohnraum? Nee, insgesamt. Wie ist denn der Anteil für den bezahlbaren Wohnraum? Und davon 30%. 30%. Also sind wir 30 Wohnungen, was man haben oder nicht haben. Reicht das für Roßdorf? Nein, das reicht natürlich nicht. Das reicht natürlich nicht, ganz klar. Ideal wäre, wenn sich auch private Investoren engagieren, also jenseits der öffentlichen Flächen, die veräußert werden. Und wir haben ja noch ein anderes Projekt, was wir umsetzen wollen, an der Goldkaute. Dort wollen wir ja auch ausschließlich bezahlbaren Wohnraum realisieren. Da wollen wir mit einer Genossenschaft zusammenarbeiten. Das ist auch weiterhin der Plan. Das stellt sich allerdings sehr schwierig dar, weil das eben relativ nah an der Bundesstraße liegt. Lärmschutz, Gefälle in der Fläche und so weiter. Also das ist schwierig und überhaupt, also diese ganzen Wohnprojekte, ist ja nichts Einfaches. Also am idealsten wäre es natürlich, wenn auch
ältere Häuser, zum Beispiel im Ortskern, wenn die vielleicht mehrere Grundstücke zusammengefasst werden könnten im Rahmen einer innerörtlichen Entwicklung und könnten dann eben mit bezahlbarem Wohnraum bebaut werden. Aber das ist halt wahnsinnig zeitaufwendig, weil wir natürlich dort, haben wir es ja mit Privateigentümern zu tun. Ja. Die müssen ja erstmal bereit sein, sich auch von ihrem Eigentum zu trennen und zwar zu einem Preis, der dann eben auch akzeptabel ist für beide Seiten und so weiter. Könnten Sie vielleicht den Zuschauern mal erklären, wie die Möglichkeiten einer Gemeinde wie Rostock sind, dass man selbst als Bauer in Erscheinung tritt oder eben wie komplex es sein kann, solche Grundstücke zu vereinen, wie Sie gerade angesprochen haben, im Ortskern, dass man die zusammenbekommt, dass man dann sagen, okay, jetzt kann ein Investor da was Größeres draufbauen. Das ist... Liebe Hörerinnen und Hörer, Zuschauer. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist natürlich sehr komplex. Ne? Also wir haben ja eine Kommission gegründet, immer innerörtliche Entwicklung, und haben uns dann das ganze Gemeindebild vorgenommen und haben definiert oder sagen wir mal herausgefunden, eruiert, an welcher Stelle Leerstand besteht und an welcher Stelle Gebäude, Grundstücke von Leerstand bedroht sind. Und es war ein total spannender Prozess. Ne? Und dieser Prozess wurde dann auch nochmal validiert, zum Beispiel von der Gesellschaft, Deutschen Gesellschaft für Innenentwicklung, wo wir Pilotprojekt sind. Die haben dann über andere Mechanismen geguckt, stimmt das? Also wir haben Flächen, zusammenhängende Flächen, 3, 4 Grundstücke, wo wir sagen, oh klasse, wenn wir die vereinen könnten, dann könnten wir da was richtig Tolles draus machen. Ne? Also könnten wir unten Gewerbe und oben Wohnungen und so weiter. Das Problem ist nur, dass diese Flächen ja unterschiedlichen Menschen gehören. Und selbst wenn es da eine Verkaufsbereitschaft von der einen Person gibt, dann bedeutet es ja nicht, dass die Nachbarn auch bereit sind zu verkaufen. Also ein Beispiel. Wir hatten 3 zusammenhängende Grundstücke, die alle 3 von Leerstand bedroht waren. Beziehungsweise einer war schon leer und einer von Leerstand bedroht und der dritte, den haben wir so eingeschätzt, als könnten wir den auch übernehmen. Ja, in diesem dritten ist es aber so, vermietet bis unters Dach. Das heißt, sie treten ein in einen Kaufvertrag, selbst wenn der Käufer bereit ist zu verkaufen, und übernehmen dort Mietverträge, die sie gar nicht so ohne weiteres, wollen wir ja auch gar nicht kündigen. Also das wäre ja kontraproduktiv. Das zweite Grundstück, das waren Eigentümer, die wollten so schnell wie möglich verkaufen. Und zwar zum maximalen Preis. Und das dritte war jemand, der gesagt hat, ja, ich möchte auch verkaufen, aber erst in 3 Jahren. So. Ja, da hat man und dann, zusammen, dann haben sie alles zusammen. Und diese Erfahrung, die machen wir mehrfach in Gunnarnhausen, anderes Beispiel. Da haben wir, also wir sind ja der Meinung, auch wenn das kostenintensiv ist, das Beste, um solche Projekte überhaupt durchzuführen, ist, wenn die Gemeinde nach und nach die Grundstücke eben einfach selbst aufkauft und es nicht einem Investor überlässt, weil man es dann auch selbst in der Hand hat. Gesagt, getan. In Gunnarnhausen haben wir ein tolles Grundstück erworben mit einem denkmalgeschützten Gebäude, was wir schön integrieren könnten. Dann kommt ein weiteres Grundstück. Ja, da ist die Eigentümerin aber absolut nicht verkaufsbereit. Und dann kommt ein drittes Grundstück. Und dieses dritte Grundstück würde ebenfalls zum Verkauf stehen. Ja, aber wenn das mittlere Grundstück und so weiter. Und da könnte ich Ihnen mehrere Geschichten erzählen. Und natürlich ist es so, dass die Eigentümer, die sofort verkaufen wollen, nicht auf mich warten, bis wir dann die anderen Eigentümer alle auch soweit haben, sondern wenn sich dann ein Käufer auftut, dann verkaufen die. Und deswegen ist es so schwierig. Viele Gemeinden machen sich auf den Weg der innerörtlichen Entwicklung. Und ich muss sagen, wir haben jetzt mittlerweile da schon Erfahrung. Wir hören da nicht auf, wir lassen da nicht nach. Aber es sind dicke Bretter zu bohren. Und das ist etwas, was mittelfristig passieren muss. Und wie groß ist die Chance, dass die Kommune als Bauherr auftritt? Also die Grundstücke zu haben, ist das eine, die Grundstücke zu bekommen. Das andere ist, da muss ja jetzt was drauf gebaut werden, ne? Wohnraum. So, das kann ein Investor machen. Und wie groß ist die Chance, dass eine kleine Kommune wie Rostock sowas macht? Also, wir wollen es nicht machen. Unser Lieblingsweg ist, dass wir das gemeinsam mit einer Genossenschaft machen, die eben nicht gewinnmaximiert orientiert ist, sondern die eben andere Ziele und Interessen, bei denen andere Ziele und Interessen im Vordergrund stehen. Also wir mit unserer Mini-Bauabteilung, auch mit unserer Kapitalisierung, also wir sind da einfach zu klein, wir können das nicht machen. Sondern wir würden dann eher nach einem Partner suchen, der das eben mit uns gemeinsam organisiert. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, das eng zusammenhängt mit dem Thema Wohnen, nämlich die Nahversorgung. Da, wo Menschen wohnen, müssen sie einkaufen, ne? Oder sollten sie können und müssen sie auch zum Arzt gehen können und so weiter. Das Milch- und Gewerbe gibt in Münkel, haben wir ja schon angesprochen. Da ist ihr Herzstück im Einkaufszentrum mit Drogerie, Apotheke, Bäckerei, Einkaufsmärkten. Ich muss es ablesen sogar, das ist ziemlich groß geworden. Wie wichtig sind denn diese Einkaufsmöglichkeiten für die Versorgung von Rostock und Gunnarnhausen? Ist es damit fertig? Oder, weil Sie haben ja auf der anderen Seite auch noch das Gewerbegebiet, da ist ein Netto, glaube ich. Ist ein Netto, ja. Ne?
In der Ortsmitte gibt es noch einen kleineren Supermarkt. Jetzt haben wir da draußen den neuen, muss ich überlegen, es ist ein Edeka. Und jetzt kommt das Einkaufszentrum dazu, ne? Ja, genau. Ja? Also wir haben, damit müsste Rostov eigentlich relativ gut versorgt. Damit sind wir versorgt, absolut. Ja? Absolut, das war's. Ganz klar. Also die Idee war, dass eine Gemeinde unserer Größenordnung, 13.000 Einwohner, einen Vollsortimenter hat. Und dazu gehört ja häufig der Discounter. In unserem Fall ist es der Aldi, der jetzt am Wochenende ja eröffnet. Und was bei uns halt absolut und total fehlt, ist eine Drogerie in unserer Gemeinde. Und es ist ja nicht so, dass die Leute in der Vergangenheit nicht in eine Drogerie gefahren sind, sondern sie sind halt dann in andere Gemeinden gefahren, also nach Großzimmern, nach Reinheim, jetzt neu nach Oberramstadt. Genau, und wir haben jetzt einen Einkaufsbereich mit einem zentralen Parkplatz, der eben unmittelbar an das Ortsgebiet von Rostov anschließt, wo es auch nochmal einen extra Fußweg gibt, wo eben der Vollsortimenter, der Aldi-Discounter, der Rossmann, eine Bäckerei und eine Apotheke sich angesiedelt hat. Und das war's. Es gibt noch ein Landlädchen, das kommt jetzt noch dazu, in einem separaten Gebäude, direkt vorne an der Straße, in dem alten Heerkäuschen. Und im Obergeschoss von diesem Zentrogebäude, also wo Rossmann und Bormuth und eben auch der Apotheker sich niedergelassen haben, dort ist ein Hausarzt und dort ist auch ein Notar ansässig. Und ich finde, es ist ein gelungenes Gesamtkonzept, alles über eine gemeinsame Parkplatzanlage, mit einer Solartankstelle, also nicht Solar, Elektrotankstelle, aber mit Solarstrom darf, Aldi und so weiter. Also eine runde Sache. Und die soll die Nahversorgung für Rostov und im Übrigen auch für Gundernhausen sicherstellen. Die Positionierung ist ja nicht ohne Grund zwischen den beiden Ortsteilen gewählt, weil in Gundernhausen im Ortsteil ja schon länger keine Nachversorgung mehr existiert, auch keine Apotheke. Und so haben es die Gundernhäuser jetzt eben weniger weit. Und es ist richtig, im Ortsteil gibt es eben noch einen kleineren Supermarkt, der für die Nahversorgung auch sehr, sehr wichtig ist. Und es gibt eben noch auf der anderen Seite vom Ortsteil Rostov einen Discounter. Da kann ich jetzt kurz einhaken, weil wir eine Zuschauerfrage gekriegt haben, die wunderbar dabei war. Matthias, ich würde auch gerne noch mal eine Frage dazu stellen, weil wir haben es jetzt haben wir diese Einkaufssituation. Und sorry, lieber Rostdörfer, ich bin aus Reinheim. Aber könnte ich jetzt kommen und könnte sagen, okay, die Gundernhäuser müssen aber immer noch nach Rostov rüber und die Leute, die im Ortskern wohnen, müssen auch jetzt auf die grüne Wiese. Wie sehr trägt denn so eine Einkaufsmöglichkeit, so schön sie ist, auf der grünen Wiese dazu bei, wir hatten es vorhin von Nachverdichtung im Ortskern, dazu eben bei, dass diese Ortskerne veröden? Also Leute, die wohnen, wollen ja fußläufig, wollen ja nahe einkaufen. Das ist natürlich eine sehr große Kritik, die Menschen immer wieder äußern, nicht unbedingt an Münkel, aber natürlich daran, dass sie sehen, dass Ladengeschäfte im Ortskern schließen. Dazu kann ich nur sagen, dass mich das auch sehr betroffen macht. Auf der anderen Seite muss ich feststellen, dass die Geschäfte, jetzt nehmen wir mal die Apotheke raus, die Apotheke ist ein Sonderfall, weil er seinen Geschäftssitz verlagert hat, ne? Aber alle anderen Geschäfte, die dort geschlossen haben, einen Blumenladen hatten wir, ein Schuhgeschäft hatten wir, dann hatten wir einen Uhrenmacher, der auch Besteck verkauft hat und ein bisschen Schmuck, dann hatten wir ein Haus der Geschenke, die haben alle eröffnet, bevor es das geschlossen, bevor es das Münkel gab. Ja, das ist also natürlich, die Leute, ich verstehe das auch, die Bürgerinnen und Bürger, die stellen das gerne in den Zusammenhang. Aber die Geschäftsschließungen dieser Geschäfte kann mit dem Münkel nicht im Zusammenhang stehen, weil die alle stattgefunden haben, bevor das Münkel geschlossen hat. Und jetzt der Copyshop hat geschlossen, ah ja gut, er ist halt in Rente gegangen. Und da brauchst du natürlich immer auch Menschen, die dann sagen, ich gehe ins unternehmerische Risiko, ich mache das, ich kaufe da, ich mache ein Geschäft, ich engagiere mich da. Und ich meine, es gibt ja auch Beispiele, die das super vormachen, wie es funktioniert. Nämlich die zwei Frauen, die sehr erfolgreich die Schmückerstube gegründet haben, also unseren Buchladen. Und der wird super angenommen. Es gab bei uns mal einen Buchladen, der hat geschlossen, dann war Pause und dann haben die zwei Frauen gesagt, so, und jetzt machen wir einen Buchladen an einer anderen Stelle und wir machen das jetzt. Die haben ein Top-Konzept. Die Leute, die nehmen das an und selbst in der Krise haben sie natürlich auch Bücher dort bestellt. Es gibt auch andere Beispiele, aber ich sehe das natürlich auch, dass es da Leerstände gibt. Eins darf man auch nicht vergessen. Viele Geschäftsinhaber haben ihr Geschäft im Eigentum betrieben. So, und wenn es jetzt da darum geht, dass sie schließen, dann ist ja noch nicht gleichzeitig gesagt, dass sie das auch an den anderen wieder verpachten.
Die wollen ja vielleicht überhaupt keinen Pächter in ihrer Immobilie haben. Das ist schwer zu verstehen und das ist auch natürlich schwer in seiner Komplexität immer zu durchdringen. Aber es gibt da so, auf so vielen Ebenen gibt es da Dinge. Und auf der anderen Seite denke ich, es ist Aufgabe der Politik eben auch, die Nahversorgung zu organisieren. Ich stelle Ihnen nachher noch eine Frage dazu. Jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer ersten Zuschauerfrage des Abends. Genau. Verbunden mit dem Aufruf oder dem Hinweis, Sie können nach wie vor Fragen stellen. Wir haben noch andere Themen später, aber bitte nutzen Sie die Gelegenheit. So kurz vor der Wahl kriegen Sie Frau Sprössler nicht mehr zu fassen. So, bitte, Matthias. Wahrscheinlich, ja. Genau, der Immo Lünzer hat uns geschrieben und hat genau dieses Thema angesprochen mit Gundernhausen und ja, Verödung des Ortskerns. Er fragt, was tut die Bürgermeisterin, was tut Frau Sprössler dafür, dass wieder ein Lebensmittelladen nach Gundernhausen kommt und am besten noch eine Apotheke? Ja. Also ich werde sicherlich nicht selbst eine Apotheke dort aufmachen und auch keinen Lebensmittelladen. Kann ich nicht. Wir sind, also ich will nur mal ein Beispiel sagen, als damals der Rewe in Gundernhausen geschlossen hat, habe ich höchstpersönlich mit sämtlichen Ketten, die mir über die Füße gelaufen sind, es waren viele, weil damals haben wir ja gerade auch über das Münkel gesprochen, haben wir natürlich über alles verhandelt und die naheliegendste Lösung war dann sogar, gemeinsam mit dem BHZ ein integratives Projekt dort zu entwickeln. Aber da mussten wir leider feststellen, dass man das nicht wirtschaftlich betreiben kann dort. Der Standort ist einfach nicht wirtschaftlich zu betreiben. Und am Endeffekt, auch wenn es natürlich die Bürgerinnen und Bürger nicht gerne hören, aber im Endeffekt liegt es natürlich auch immer daran, wie die Menschen ihren eigenen Einkauf organisieren. Ich sage mal, der stärkste Feind des stationären Handels ist der Onlinehandel. Und in dem Moment, also wir haben das dort gesehen, in dem Moment, wo die Bürger diesen Laden nicht annehmen, sondern ihn eben nur benutzen, jetzt den Rewe zum Beispiel in Gundernhausen, dort einkaufen, wenn sie was vergessen haben und die wenigsten dort ihren Wocheneinkauf tätigen, dann wird sich dort kein Markt halten. Also wie gesagt, selbst dieses integrative Projekt ist damals daran gescheitert, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist. Und selbst, da muss man gar nicht über eine Gewinnerzielung nachdenken, selbst wenn man sagt, mir genügt als integratives Projekt die schwarze Null, muss es ja trotzdem, also vom Drauflegen kann da halt eben keiner leben. Mit der Apotheke, das hat uns auch wehgetan, dass die Apotheke damals von Gundernhausen weggehen musste, aber das war auch eine ganz klassische Folge, es wurde auch damals vom Apotheker gut erklärt, der Hausarzt ist in Ruhestand gegangen. Es war nicht möglich, einen Hausarzt mit vereinten Kräften, kassenärztliche Vereinigung, er selbst natürlich hätte gerne seine Praxis verkauft, es war nicht möglich, einen Nachfolger für den Hausarzt in Gundernhausen zu finden. Und im gleichen Haus war die Apotheke. Wenn der Hausarzt weggeht, dann dauert es nicht lange und dann geht die Apotheke auch. Weil wenn da kein Verordner ist, kann die Apotheke nicht leben. Und das ist einfach, also ich wohne in Gundernhausen, für mich wäre es ein Traum, wenn ich dort auch fußläufig zur Apotheke, fußläufig zum Supermarkt gehen könnte, überhaupt gar keine Frage. Aber da muss man jemanden finden, der uns unternehmerische Risiko geht und der sagt, ich mache das, ja. Und aber die Frage war ja, glaube ich, was kann die Gemeinde dafür tun? Ich meine, Sie profitieren als Bürgermeisterin, die in Gundernhausen wohnen, würden Sie auch davon profitieren, aber was kann denn jetzt die Gemeinde? Jetzt gehen wir mal ins Rathaus Rostock und fragen die Frau Sprössler als Bürgermeisterin, so war auch die Frage gestellt, was kann die Gemeinde denn tun? Dorflädchen, Apotheker in Zuschüssen, was kann die Gemeinde eigentlich tun? Muss man warten tatsächlich, bis ein privater Unternehmer kommt und sagt, ich gehe in das Risiko? Also wir wären bereit, beispielsweise im Falle einer Apotheke auch einen Zuschuss zu zahlen, wären wir bereit. Da kann natürlich nicht ins Uferlose gehen, das ist klar. Aber ein Mietzuschuss über eine gewisse Zeit, da sind wir bereit dazu. Aber langfristig muss ich natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen aus sich selbst heraustragen. Und wenn ein wirtschaftliches Unternehmen sich nur trägt, indem es von der Kommune subventioniert wird, dann hat es keine Aussicht auf Erfolg, das dürfen wir noch nicht mal, weil wir da ja auch unmittelbar im Beihilferecht sind, indem wir einzelne Wirtschaftsunternehmen begünstigen, das ist überhaupt gar nicht zulässig. Okay. Also in Form einer Anschubfinanzierung könnte ich mir das durchaus vorstellen. Transferiert auf Rostock und den Ortskern dort, ist das da auch denkbar, falls da noch irgendwas an Einzelhandel vielleicht fehlen könnte
und die Leute vielleicht Bedarf danach haben, was in Münkel jetzt nicht vorhanden ist, eben fußläufige Einkaufsmöglichkeiten, wäre da auch eine Bezuschussung vorstellbar oder geht das gar nicht gut? Also wir machen ja durchaus, es ist ja nicht so, dass wir nichts tun. Also wir haben ja zum Beispiel den Rostofftaler entwickelt als Kundenbindungsinstrument. Den gab es früher mal vom Gewerbeverein. Der Gewerbeverein hat sich dann aufgelöst. Der Rostofftaler wurde eingestellt. Fand ich ja mal schade und habe überlegt, wie könnte dieser Rostofftaler weiterleben. Ich habe einen Verein gegründet. Ich bin ins Risiko gegangen, bin die Vorsitzende geworden, habe Geld akquiriert und habe den Rostofftaler natürlich gemeinsam mit meinem Vorstand wieder neu rausgegeben als Kundenbindungsinstrument, damit eben das weitergeht, damit dieser Gutschein, ne, das ist ja im Grunde nichts anderes wie ein Wertgutschein, damit dieser Gutschein weiterlebt. Natürlich sind wir im ordnungsrechtlichen Bereich, haben wir Möglichkeiten über Parkplatzregulierung beispielsweise, das so zu machen, dass das auch von Kunden besser erreichbar ist und so weiter. Also in der Feinjustierung können wir jedem natürlich behilflich sein, aber wir können nicht die wirtschaftlichen Defizite aus dem Gemeindesektor ausgleichen. Das geht halt eben das nicht. Das ist klar. Ne? Gut, damit ist meine Frage beantwortet. Wir würden zum nächsten Thema kommen. Matthias hat aber noch Zuschauerfragen bekommen. Haben die was mit dem Thema Nahversorgung zu tun? Ja. Aber den Satz kurz lesen muss ich erst noch. Genau. Ferdl Sell hat die Frage gestellt, es müssen alle Bewohner, wahrscheinlich alle Bürger, besonders auch ältere Menschen ins Gewerbegebiet im Münkel kommen. Also erstmal dorthin kommen, genau das erreichen. Ist das bürgernah? Ja, ich glaube, die Frage haben wir beantwortet inzwischen. Vielleicht darf ich da trotzdem noch eine Sache dazu sagen. Also ich sag mal so, als wir jetzt gerade die Parkplatzsituation vor der Post verändern, haben alle geschrien, wie, ihr nehmt da Parkplätze weg. Ja? Also was denn jetzt? Also dort unten gibt's ganz, ganz viele Parkplätze. Das ist das, was an vielen Standorten ja innerorts vermisst wird. Und für die fußläufige Erreichbarkeit ist es so, dass man, wenn man von der Bahnhofstraße runtergeht, also alte Bahnhofstraße in Rostorf runtergeht, dann kann man zwischen dem alten Bahnhof und der AWO hindurch und dann gibt es eine fußläufige Zuwegung auf den großen Parkplatz, sodass man eben nicht über den Kreisel laufen muss. Also der Fußweg hält sich vom östlichen Bereich der Gemeinde hin zum Münkel sehr in Grenzen. Und natürlich, also die Wege ändern sich. Aber nochmal, ich glaube, eine Gemeinde unserer Größenordnung, wenn jetzt jemand herzieht nach Rostorf zum Beispiel, erwartet er eine gewisse Grundausstattung an Geschäften. Also ich sag mal, ein Vollsortimenter, ein guter Discounter und eine Drogerie ist sicherlich nicht so viel verlangt. Das ist das, was man im Grunde in jeder größeren Gemeinde mindestens vorfindet. Gab es bei uns jetzt in den letzten Jahren nicht, haben wir jetzt so. Und das wird sich natürlich verändern. Aber diese Geschäfte können wir halt aufgrund der Raumknappheit im Ortszentrum nicht abbilden. Ich meine, was ist die Alternative? Es weglassen, auf eine Drogerie zu verzichten? Nein. Was ist die Alternative? Mhm. Im Ortskern lässt es sich nicht, also wenn man gerade Schwimmbad, also nein, ich will nicht das Schwimmbad schließen. Das haben wir nicht gesagt. Und ich möchte auch nicht den Parkplatz vom Schwimmbad schließen. Nee, achso, halt, ich habe meine eigene Flasche. Nein, Herr Buch, das dürfen Sie nicht. Das dürfen Sie nicht. Ich habe meine eigene Flasche. Das war fast ein Verstoß gegen die Hygieneregeln hier. Wir haben es aber gerade noch verhindern können. Na, aber Sie verstehen, was ich meine. Matthias, guck mal, da ist noch ein Becher. Sie verstehen, was ich meine. Manches lässt sich eben aufgrund der Enge im Ortskern nicht abbilden. Und dann ist die Alternative, darauf zu verzichten. Und das ist eben die Frage. Ja, vielen Dank. Wir würden zum nächsten Themenkomplex kommen. Der Herr Meng hat genau zu diesem Themenkomplex, zu dem wir jetzt kommen, Fragen gestellt. Das geht nämlich um den Verkehr. Herr Meng, sind Sie uns nicht böse, wir nehmen die Fragen ans Ende von dem Themenkomplex. Ne, Matthias? Genau. Wir hatten es ja auch gerade berichtet, der Radweg vom Darmstädter Vivarium nach Rostorf soll ja erneuert werden, teils auch ausgebaut. In Rostorf geht es davon. Schönen Gruß nach Griesheim. In Rostorf geht es da um den Abschnitt von der Esso-Tankstelle bis zum Bessunger Forsthaus. Sie haben in dem Zusammenhang davon gesprochen, dass Sie glauben, dass ganz generell es einen großen Zuwachs geben wird von Menschen, die mit dem E-Bike fahren in Zukunft. Daher die Frage, wie fahrradfreundlich sind denn Rostorf und Gundernhausen momentan?
und wo hakt es noch? Ja, also ich sag mal, ich finde Hohenhausen ist sehr fahrradfreundlich. Da haben wir ein gutes Fahrradsystem, fährt übrigens direkt durch unsere Straße. Und also ich sehe sehr, sehr viele Fahrradfahrer. Man hat auch mehrere Möglichkeiten, dann eben die Wege zu wählen, wie man dann eben von Gundernhausen nach Rostorf kommt. Also man fährt entweder übers Feld, dann über den alten Bahndamm, ein wunderschöner Fahrradweg. Man fährt unter der B38 hindurch, hat also keine Querungsschwierigkeiten. Oder man fährt direkt an der Landesstraße entlang, über die Ampelkreuzung nach Rostorf hin. Dieser Radweg wurde jetzt von Hessen Mobil gerade komplett saniert. Der ist also jetzt wieder gut befahrbar. Oder man fährt eben auf der nördlichen Seite dann an der Zahlwaldhalle vorbei, wobei natürlich dieser Radweg ein großes Manko hat, nämlich die Querungssituation an der B38, die wir trotz größten Bemühungen leider nicht entschärfen können, ne? Weil es sich dort um eine klassifizierte Bundesstraße handelt, kurz vor dem Anschluss zur Schnellstraße. Und da kann man eben keine Querungshilfe machen. Deswegen finde ich, dass dieser Radweg, auch wenn er natürlich ideal liegt, um die Zahlwaldhalle zu erreichen, dass dieser Radweg von diesen drei Alternativen die schwächste Alternative ist, insbesondere für Kinder. So, also das halte ich für gut. In Rostorf ist die Topografie, wie sie ist. Also wir haben halt eben einen Knotenpunkt in Rostorf, der es allen schwer macht, dem ÖPNV, dem Autoverkehr und natürlich auch dem Radverkehr. Und das ist direkt vorm Rathaus. Wir haben eine Steigungssituation vor der Sonne, die Fahrspuren sind verengt. Wir haben die Abzweigung nach Oberramstadt auf die Landesstraße, Steigung verengt, Kurvensituation. Das ist tatsächlich ein Nadelöhr, was wir aber trotzdem nicht für einzelne Verkehrsteilnehmer sperren wollen. Also für wen auch, ja? Also weder für den ÖPNV noch für das Auto und natürlich auch nicht für den Radverkehr. Also da müssen die Verkehrsteilnehmer miteinander zurechtkommen. Deswegen ist ja auch unsere Idee, dass wir eine innerörtliche Radwegebeschilderung machen, die eben um diesen Knotenpunkt herumführt. Also gerade für nicht so Ortskundige, die können sich dann, wenn sie, was weiß ich, irgendwelche Ziele, Bücherei oder sonst was erreichen wollen, dann eben andere Wege bedienen, müssen nicht unbedingt über diesen Knotenpunkt. Ja, was wir gemacht haben ist, wir haben auch einzelne Straßen, Einbahnstraßen, zum Beispiel die alte Bahnhofstraße, haben wir für den Radverkehr in die entgegengesetzte Richtung geöffnet. Klar, da geht es bergauf, liegt halt an der Topografie, ist nicht zu ändern. Und damit die Autofahrer dann auch tatsächlich nochmal merken, dass ihnen da Radfahrer entgegenkommen könnten, haben wir auch nochmal Piktogramme auf die Straße gebracht und so weiter. Wir sind natürlich auch im Austausch mit Hessen Mobil, was diese Radwegeverbindungen anbelangt, im engen und sehr konstruktiven Austausch. Und natürlich auch mit dem ADFC. Also ja, es könnte sicherlich das eine oder andere besser sein, aber es entwickelt sich. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade vor einem Vierteljahr eine Elektro-Ladesäule für Fahrräder installiert und in Betrieb genommen. Wir ergänzen immer wieder unsere Fahrradabstellanlagen. Also das, was in unseren Möglichkeiten liegt, das machen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das war jetzt sehr fahrradzentriert, weil ich auch so gefragt hatte. Mal weiten wir den Blick generell gesprochen. Mit welchen Schritten kann die Gemeinde ihre Bürger dazu bringen, dass sie sich künftig klimafreundlicher fortbewegen? Also gut, fangen wir mit dem Auto an. Wir können die Leute auf die Elektromobilität, für die Elektromobilität zu begeistern. Versuchen wir natürlich auch. Wir sind jetzt gerade dabei, zwei weitere Elektroladesäulen gemeinsam mit der Entega halt eben anzuschaffen. Da müssen noch Standorte festgelegt werden. Also das ist mal ein Punkt. Jetzt am Aldi, ich habe es ja schon erwähnt, da gibt es dann eben auch nochmal eine Elektroladesäule. Wir haben bereits zwei Elektroladesäulen bei uns im Ortsteil Rostorf und eine in Gundernhausen. Also die Infrastruktur, die wächst und ich hoffe eben auch, die Personen, die dann bereit sind, sich eben ein Elektro-Pkw zuzulegen. Radverkehr haben wir schon gesagt, dann bleibt natürlich am Ende der ÖPNV. Also wir haben ja in den vergangenen Jahrzehnten sehr konsequent mit der Dardina unser Busangebot so stark erweitert, dass wir zumindest im vorangegangenen Nahverkehrsplan die höchste Pro-Kopf-Nutzung ÖPNV im ganzen Landkreis hatten. Also nirgendwo im Landkreis gibt es
auf 1000 Einwohner bezogen, mehr Menschen, die den ÖPNV nutzen, weil wir eben so eine gute ÖPNV-Anbindung haben. Also ich sag mal, das dort an der Stelle zu steigern, das fällt dann eher schwer. Ne? Da gibt's die werden wahrscheinlich auf die Straßenbahn. Ich glaube, die Straßenbahn kommt noch zum Thema. Ja, ich habe das auch natürlich schon den Short gegeben. Natürlich. Kein Verkehrsthema ohne Straßenbahn, natürlich. Ganz klar. Genau. Im Landkreis und ja auch in Rossdorf gibt es mittlerweile Mehrheiten eben für den Bau der Straßenbahn von Darmstadt in den Ostkreis bis nach Großzimmern mit Halt in Rossdorf. Das könnte aber im Fall Rossdorf ja auch durchaus zu Lasten der guten Busanbindung gehen. Sie hatten es ja gerade schon angesprochen. Haben Sie schon Reaktionen gekriegt aus der Bürgerschaft, die vielleicht sagen, na, das war vielleicht dann doch nicht die richtige Entscheidung, wenn man jetzt so auf die Straßenbahn setzt? Naja, also ich meine, an welchem Punkt stehen wir, muss man sehen, ne? Wo stehen wir? Also es ist nicht so, dass morgen eine Straßenbahn gebaut wird. Es ist so, dass der Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt, nachdem sie mehrere Untersuchungen gemacht haben, bei denen der Nutzen-Kosten-Faktor ja immer jenseits der Förderfähigkeit lag, zuletzt bei 0,52, haben wir trotzdem gesagt, wir wollen das trotzdem weiter untersuchen. Und dann hat der Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt eine Straßenbahn-Planungsgesellschaft gegründet. Straba, irgendwas, oder so ähnlich. Egal, also eine Straßenbahngesellschaft, die eben mit der Planung einer Trasse beauftragt worden ist. Nach Rossdorf, Großzimmern, aber eben auch in die andere Richtung. So. Und wir stehen im Moment, und da habe ich gesagt, Leute, Achtung, ich möchte, dass in Rossdorf mehrere Trassen geprüft werden. Nicht nur die eine, die am Ortsrand verläuft, die viele Menschen dazu zwingt, umzusteigen. Sondern ich möchte, dass alternative Trassenverläufe geprüft werden. Also zum Beispiel auch durch die Ortsmitte, was ja früher nicht ging, durch Topografie und so weiter und so fort. Ne? Und an dem Punkt stehen wir momentan, dass geprüft wird, welche Trassenverläufe sind überhaupt möglich. Hm. Und natürlich dann auch, welche sind dann auch die attraktivsten. Ob jemals eine Straßenbahn durch Rostock fahren wird, das weiß ich nicht. Aber angenommen, eine Straßenbahn würde relativ zentral durch Rostock fahren, in einem 7,5-Minuten-Takt in der Spitze und würde, ohne dass sie sich morgens in den Stau einreiht am Ostbahnhof, mitten in die Stadt fahren. Das wäre für die Gemeinde Rossdorf nochmal ein weiterer Entwicklungsschub und würde den ÖPNV auf jeden Fall attraktiver machen. Hm. Und an diesem Punkt stehen wir momentan. Und ich bin froh, dass darüber noch keine positive oder negative Entscheidung getroffen worden ist, bevor nicht alle Fakten bekannt sind. Wir müssen das uns angucken. Ich stehe mit der Dardina im Austausch. Auf Nachfrage bei Herrn Altenhain wurde mir gesagt, dass der eine Trassenverlauf jetzt zum Beispiel, dass der in den nächsten 3 bis 4 Monaten, dass man da schon mal sieht, ob das überhaupt realistisch wäre oder eben nicht. Gut. Und dann wird man eben weitersehen. Ne? Das ist ein langfristiges Projekt, Ausgang völlig ungewiss. Das muss man vielleicht nochmal erklären, liebe Zuschauer, dass die Straßenbahntrasse jetzt geplant wird, heißt noch nicht, dass die Straßenbahn gebaut wird. Weil sie muss erst noch förderfähig sein, damit das überhaupt passieren kann. Ohne Geld von Bund und Land passiert da gar nichts. Ne? Das ist eine politische Entscheidung, die man getroffen hat, dass man gesagt hat, okay, wir warten jetzt mal, wenn sich die Kriterien für die Förderung ändern, dann haben wir schon eine Planung in der Schublade liegen und könnten das dann bauen. Dann sind wir schneller als alle anderen, aber man muss noch warten, bis die Förderkriterien sich ändern, wie es die Frau Sprössler gesagt hat. Die Quote war bei 0,52, erst ab 1 wird gefördert. Da ist das immer also noch ganz ein gutes Stück weit davon entfernt. Ne? So, das ist aber auch die Frage, kann ich kurz reingrätschen, wir sind aber, glaube ich, mit Verkehr durch, der Herr Meng hatte. Nämlich, setzt die Frau Sprössler sich für die Straßenbahn ein? Es kommt drauf an. Sagen Sie also, Herr Meng. Herr Meng, Sie hören zu, wunderbar. Also es kommt drauf an. Also ganz generell denke ich, hätten meine Vorvorgänger vor Jahren, also das ist keine Kritik, ne, das ist jetzt einfach nur eine Hypothese, hätten meine Vorvorgänger vor 30 Jahren gesagt, hier fährt jetzt die Straßenbahn und ich würde heute als Bürgermeisterin sagen, ich schaffe die ab und lasse den Bus fahren, bin ich sicher, dass die Proteste in unserer Gemeinde riesengroß wären. Also von daher, ich glaube, dass eine Straßenbahn jetzt mal ganz generell die Entwicklung unserer Gemeinde beflügeln würden. Glaube ich schon, dass die auch den ÖPNV, den Verkehrskomfort und so weiter, dass das den Verkehrskomfort aufwerten würde. Allerdings, ich habe es ja vorhin gesagt, ich gehe gerne und viel spazieren. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass die Straßenbahn auf dem Bahndamm fährt, wo sich ein Biotopverbund angesiedelt hat, natürlich in den letzten Jahrzehnten, nachdem die Strecke stillgelegt worden ist,
Und dass unser wirklich schönster und attraktivster Radweg ist, wo auch die Eichhörnchen von Baum zu Baum hüpfen. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dass das alles wegkommen soll, um dort eine Straßenbahn zu bauen, die dann auch noch am Ortsrand verläuft, dann muss ich sagen, naja, also nicht um jeden Preis, ich sag's mal so. Generell finde ich die Straßenbahn als Verkehrsmittel super. Und ich setze halt eben ganz stark auf diese Untersuchung und bin gespannt, was da rauskommt. Und dann werden wir entscheiden, wie es weitergeht. Das sind wir, ich hoffe, alle Sie sind mit dieser Antwort zufrieden, aber besser kann ich es leider nicht beantworten. Der Herr Menk hat noch eine zweite Frage, ich stelle sie gleich im Anschluss. Wie kann durch das EKZ Münkel der Durchgangs-PKW-Verkehr reduziert werden? Also ich interpretiere das mal so, dass er vielleicht Bedenken hat, dass ja jeder jetzt mit dem Auto dahin fahren muss zum Einkaufen und dadurch wird der Verkehr im Ort wahrscheinlich nicht weniger. Okay, aber da möchte ich mal, das Argument habe ich schon öfters gehört, aber die Menschen haben auch vorher eingekauft. Ne? Also das ist ja nicht so, dass die alle beim Frische Markt im Ortskern eingekauft haben, die haben auch vorher eingekauft. Durch das Pünktel wird ja eher Verkehr eingespart, weil die Leute eben nicht mehr nach Rheinheim fahren, weil die eben nicht mehr nach Oberramstadt zum Einkaufen fahren müssen, weil die eben nicht mehr nach Kuszimmern fahren müssen, sondern weil die jetzt eben auch in Rossdorf, also zwischen Rossdorf und Gunnernhausen, im Münkel einkaufen können. Deswegen finde ich die Frage, entschuldigen Sie bitte, Herr Meng, aber ich finde, die Frage ist nicht bis zu Ende gedacht, weil die Menschen auch vorher mit dem Auto gefahren sind, die haben vielleicht andere Wege benutzt, okay, das mag sein, aber trotzdem haben sie die Straßen belastet, um mit ihrem PKW zum Einkaufen zu fahren. Wenn ich die Frage richtig interpretiert habe. Wenn ich die Frage richtig interpretiert habe. Also, ich hoffe, Herr Meng, wir haben es getroffen und dann haben Sie jetzt die Antwort von der Frau Spössler. Wir bleiben beim selben Anfangsbuchstaben, machen aber einen krassen Themenschwenk von Verkehr zu Vereine. In Rostock gibt es Dutzende davon. Ja, ne? Und Sie können sich jetzt ungefähr vorstellen, was ich Sie frage. Die Pandemie hat es nicht leichter gemacht für die Vereine. Jetzt ist die große Frage natürlich für die nächste Amtszeit. Sie haben gesagt, die wird nicht lustig, haben Sie am Eingang unseres Gesprächs, das konnten Sie nicht sehen, liebe Zuschauer. Ne? Die nächste Amtszeit wird nicht lustig und das wird sie für niemanden, egal wer wo Bürgermeister oder aus den Parlamenten sitzt und entscheiden muss. Wie kann man die Vereine unterstützen? Ja, also wir sind mit den Vereinen im Gespräch, das ist mal klar. Und ich sag mal, es ist ja ein Unterschied, ob ein Verein für seine eigenen Anlagen selbst aufkommen muss, ne? Oder ob er eben die Räumlichkeiten gestellt bekommt. In der Krise zeigt sich, wie gut es ist, dass die Gemeinde Rostock seit jeher für die Vereine keine Gebühr für Hallen- und Sportplatznutzung erhebt. Null. Mhm. Also null. Mhm. Für Trainings- und Übungszwecke werden alle Sportanlagen, das sage ich auch gerne nochmal hier in die Kamera, für Trainings- und Übungszwecke werden alle Sportanlagen den Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Können Sie denn sagen, ob das so bleibt, wenn die Zeiten härter werden, finanziell härter werden? Also, solange ich Bürgermeisterin bin, das kann ich also definitiv sagen, werde ich wirklich alles dafür tun, dass das so bleibt. Mhm. Am Ende entscheidet es natürlich die politische Mehrheit. Aber an der Stelle, die Partei, die mich aufgestellt hat, und ich, wir sind da hier so eng beieinander, das ist das allerletzte, wo wir den Rotstift an, also ich kann mir überhaupt kein Szenario vorstellen, wo wir den Rotstift ansetzen, es sei denn, wir werden wirklich mit brachialer Gewalt von der Aufsichtsbehörde gezwungen, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann. Das ist für uns ein Heiligtum, den Vereinen die Sportstätten kostenfrei zur Verfügung zu stellen, weil, das ist keine Sonntagsrede, weil die Vereine das Rückgrat unserer Gesellschaft abbilden. Die Vereine übernehmen wahnsinnig viel Aufgaben, die normalerweise der Staat übernehmen müsste. Und wir revanchieren uns, indem wir ihnen eben die Hallen kostenfrei zur Verfügung stellen. Und das wird so bleiben, garantiert. Und natürlich haben die Vereine unter Umständen Aufwendungen, weil Trainer weiter bezahlt werden müssen, weil vielleicht jetzt auch Mitglieder sagen, oh ja, wir sind vielleicht doch nicht so loyal und treten aus und so weiter. Natürlich, und da sind wir mit den Vereinen auch nach wie vor im Gespräch. Ich hatte jetzt kurz vor Jahreswechsel hatte ich eine große Videokonferenz gehabt mit allen Vereinsvertretern und so weiter. Da gibt es Möglichkeiten, da gibt es ja auch vom Land und so weiter. Also es gibt ja Fördermöglichkeiten dafür. Also wir unterstützen die Vereine auf jeden Fall, aber die stärkste Unterstützung, die wir geben können, ist eben die kostenfreie Nutzung der öffentlichen Einrichtungen. Mhm. Da kommen wir zum Sportzentrum mal und die Umwandlung des Hartplatzes in einen Kunstrasenplatz. Wie ist der Stand der Dinge? Ich frage Sie einfach mal so. Ah ja, wie ist der Stand der Dinge? Also es ist so, das Sportzentrum besteht ja aus mehreren Teilen. Also wir haben dort das Gebäude an sich, da haben wir jetzt gerade den ASB-Kindergarten am Zahlwald untergebracht, was wunderschön geworden ist. Das war früher eine Gaststätte, die leider seit Jahren nicht mehr betrieben worden ist. Wir haben im Gebäude einiges investiert, also das Dach zum Beispiel von dem Gang haben wir mit so
Paradurplatten heißen die, glaube ich, also mit solchen Platten, also energetisch auch saniert, Duschen erneuert und so weiter, also vieles gemacht. Und jetzt sind die Außenanlagen dran, weil das Sportzentrum ist ja auch schon 40 Jahre alt. Mhm. Im Moment sanieren wir gerade das Stadion, das heißt, die Tribüne wird neu aufgebaut, weil die auch gewackelt hat, die Steine abgebrochen waren und so weiter. Also die Tribüne wird neu aufgebaut. Und es gibt etwas, was ich insbesondere die Leichtathleten schon lange... In der Hoffnung, dass irgendwann wieder Zuschauer kommen dürfen. Und im Moment wird etwas gemacht, was ich insbesondere die Leichtathleten schon lange und sehnlichst gewünscht haben, nämlich eine Tartanbahn. Also im Moment wird eine Tartanbahn gebaut im Stadion und eben die Tribüne erneuert und eine Flutlichtanlage. Wir hatten vorher nur zwei Flutlichtmasten dort gehabt, um eben diese die Laufbahn zu beleuchten. Jetzt wird eine vollwertige Flutlichtanlage, LED-Flutlichtanlage natürlich errichtet. Und dann ist das Sportzentrum abgeschlossen. Also jetzt, sie haben auch die Baumaßnahme jetzt nach der Schlechtwetterperiode wieder aufgenommen. Also wir gehen davon aus, dass im Mai, wenn es dann vielleicht auch mit Corona irgendwann wieder besser wird, dass das Stadion wieder bespielt werden kann. War nicht Ihre Frage, weiß ich. Das gehört alles zusammen. Ne? wir haben auf der anderen Seite des Sportzentrums einen Hartplatz, also Asche. Und daneben ist auch nochmal so ein Tatanplatz, so ein kleines so ein kleinerer Platz, so ein Handballfeld. Der ist quasi unbespielbar, weil der durch die eindrückenden Wurzeln ist sehr gefährlich geworden. Ne? Und das nächste Projekt, was wir im Sportzentrum machen, das ist den Hartplatz, so einem Kunstrasenplatz umzubauen und das Handballfeld, also dieses Tatanfeld, zu sanieren oder erneuern, also auf jeden Fall wieder herzurichten. Das ist das nächste Projekt. Dafür haben wir Mittel angemeldet im Bundesprogramm. Ja, da hat jetzt ja der Zuschlag, da ist jetzt die Gemeinde Roßdorf, ist jetzt mal nicht im ersten Rutsch mit dabei. Da hat ja jetzt die Stadt Dieburg, Fränkisch-Krumbach und Münster. Ich weiß es nicht genau. Also Schwimmbäder haben da jetzt erstmal, haben sie ja auch berichtet. Münster, Dieburg, Schwimmbäder haben da jetzt erstmal Mittel bekommen. Ich glaube, Dieburg war das letzte Mal schon. Ist egal. Auf jeden Fall, Schwimmbäder haben dort jetzt erstmal Mittel bekommen. Ich habe mich mit der Frau Dr. Mannes in Verbindung gesetzt und habe nochmal für unseren Kunstrasenplatz geworben. Ich gehe davon aus, dass da nochmal Mittel zurückfließen, weil vielleicht nicht alles umgesetzt werden kann, auch aufgrund der Corona-Krise. Die Gemeinde Roßdorf hat das Geld bereitgestellt für den Kunstrasenplatz. Wir könnten sofort und auf der Stelle loslegen, also vielleicht haben wir da noch eine Chance. Wenn das nicht klappt, haben wir natürlich noch den Plan B in der Tasche. Wir haben ja noch einen Beschluss der Gemeindevertretung, dass wir dann eben mit der SKG gemeinsam über eine Verpachtung der Fläche nachdenken und dann eben auch über andere Fördertöpfe verfügen können. Der politische Wille, diesen Kunstrasenplatz zu machen, ist da. Das wurde von der Gemeindevertretung mehrmals bekräftigt. Der Weg dorthin, der ist jetzt natürlich noch ein bisschen offen, je nachdem. Sagen Sie nochmal, wie lange würde denn Plan B dauern, schätzungsweise? Also auf Nachfrage bei dem Büro unserer zuständigen Bundestagsabgeordneten ist es so, dass man halt nicht weiß, ob dieses Förderprogramm wiederholt wird. Das weiß man nicht. Es war ja jetzt zweimal und auch stark überzeichnet, 18-fach überzeichnet, hat man mir gesagt. Also ich weiß es nicht, ob es stimmt. Also auf jeden Fall stark überzeichnet. Und das spricht aus meiner Sicht dafür, dass der Bund das wiederholen wird. Da werden wir uns natürlich erneut bewerben. Ansonsten werden wir dann mit der SKG natürlich im Laufe des Jahres in Verhandlungen eintreten. Ja. Wichtig für die Vereine in Roßdorf ist auch der Sonnensaal. Die CDU hat sich in ihrem Wahlprogramm gewünscht, dass der renoviert wird. Stehen Sie dazu? Naja gut, der Sonnensaal gehört uns ja gar nicht. Kann man da nicht bezuschussen? Das tun wir haben ihn ja gepachtet. Ja, und eben. Wir haben ja schon sehr viel gemacht im Sonnensaal. Ja, die CDU hat es ja in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Ja, Ich frage Sie einfach mal. Die Frau Sprössler ist von der SPD. Steht in meinem Wahlprogramm nicht drin. Ich habe was viel Wichtigeres, finde ich. Also ich finde, der Sonnensaal, der ist in privater Hand. Der gehört einem privaten Investor. Wir haben ihn gemietet. Wir haben dort auch viel investiert. Obwohl wir nur Mieter sind, Toilettenanlage haben wir uns engagiert, Rollladen und so weiter, also verschiedene Heizung, also haben wir verschiedene Sachen gemacht. Und das reicht erstmal, sagen Sie? Naja gut, ich meine, uns gehört es halt nicht, ne? Naja. Es gehört uns nicht, also müssen wir es kaufen, um zum Beispiel ein Dach oder energetische Sanierung, also renovieren, damit ist es ja nicht getan, also wir haben einen Anstrich zu machen, das bringt uns ja an der Stelle nicht weiter. Eine andere Frage ist wichtig, wie geht es weiter mit der alten Turnhalle? Das ist wichtig. Das steht in meinem Wahlprogramm drin, zum Beispiel. Und die gehört der Gemeinde, gehe ich mal davon aus. Die gehört der Gemeinde und das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude und da muss was passieren. Also Abriss, Neubau.
ist halt ein Traditionsgebäude in der Gemeinde Rostorf, an einer tollen Stelle mitten im Dorf. Sanierung, man kann aus so alten Turnhallen was Schönes machen. Jetzt haben wir Corona, ne? Jetzt müssen wir sehen, wie sich die wirtschaftliche Situation entwickelt. Na ja, klar. Also wie man wird hat denn die alte Turnhalle noch genutzt? Die alte Turnhalle, die wird von morgens bis abends genutzt, von der TULS, unser größter Ortsverein, Turnen und Leichtathletik, Abteilung der SKG Rostorf. Und dort findet Kinderturnen statt, Leichtathletik und so weiter. Also die wird sehr, sehr stark genutzt, von morgens bis abends. Also würde fehlen quasi, wenn die Turnhalle nicht mehr wäre, wenn man sie... Weil ja gut, hatten. Also mein Vorgänger im Amt, schon ein paar Tage her, zugegebenermaßen... Kann ich mich auch nicht mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ja. Mein Vorgänger hat damals eigentlich die Idee gehabt, dass wenn die Zahlwarthalle gebaut wird und die zwei Pavillons gebaut werden, dass dann die alte Turnhalle, also dass man das eben kompensiert. Ne? Das wurde damals nicht gemacht und ich muss sagen, ja, zum Glück, ja, weil auch die Pavillons sind ja belegt. Also ich meine, das ist doch toll, dass wir so ein aktives Vereinsleben haben, ja, dass die öffentlichen Einrichtungen so stark genutzt sind. Ja, die alte Turnhalle wird dringend gebraucht, auch im Ortskern gebraucht. So, liebe Zuschauer, damit wären wir mit unseren Fragen fast durch, fast, sage ich. Sie haben noch welche, eigentlich guck mal die Kollegen, die Sie jetzt gerade nicht sehen, an. Sind noch Zuschauerfragen da? Da kommt gerade noch einer, erfahre ich. Dann harren wir der Dinge. Dann machen wir schon mal weiter mit einem Ausblick. Und zwar angenommen, Sie werden am Sonntag gewählt. Sie erhalten 50% der Stimmen plus eine Stimme. Also die absolute Mehrheit. So steht es in der HGO. Was denken Sie, was wird die größte Herausforderung in den nächsten 6 Jahren für Rostorf? Naja, ich glaube, dass wir ein großes wirtschaftliches Loch bekommen durch die Corona-Krise. Also ich habe Signale von Gewerbesteuerzahlern, die ich natürlich jetzt an dieser Stelle nicht nennen kann, aber die mir das durchaus auch signalisieren. Das ist dort wir sind halt sehr stark abhängig von der Gewerbesteuer und das wird für die nächsten Jahre die größte Herausforderung sein, auf jeden Fall. Sie sind die einzige Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl, haben wir auch schon mehrfach gesagt. Aber wie lautet denn Ihr Ziel für diese Wahl? Also haben Sie irgendwie so eine Vorgabe für sich selber, ab wann Sie zufrieden sind mit der Wahl? Wie viele Ja-Stimmen Sie haben wollen? Wie viel Prozent? Nee, das habe ich jetzt für mich nicht formuliert, weil ich mich auch davor schützen möchte, enttäuscht zu sein. Natürlich will ich die Wahl gewinnen und natürlich will ich sie auch möglichst gut gewinnen. Dass das in eine hohe Wahlbeteiligung wichtig ist. Genau, das war ja, danke schön, dass Sie mir das vorweggenommen haben. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir eine hohe Wahlbeteiligung haben. Das hat auch meine Bürgermeisterkollegen immer gefreut, die auch teilweise allein angetreten sind. Das ist jetzt natürlich in dieser Situation was anderes, weil wir ja die parallele Kommunalwahl haben. Also ich gehe mal davon aus, dass die Wahlbeteiligung sich ähnlich dem verhält, wie es auch in den vergangenen Kommunal- und Bürgermeisterwahlen war, also irgendwas zwischen 50% und 60%. Ne? Das wäre schon schön, wenn wir das auch wieder erreichen würden. Und ich freue mich natürlich über jede Stimme, das ist völlig klar. Natürlich würde ich mich freuen, wenn das Ergebnis nicht knapp ist und irgendwie gerade mal eben so erreicht, sondern eindeutig, weil ich natürlich eine Legitimation für meine Arbeit brauche. Also je mehr Wähler sagen, jawohl, das finden wir gut, vielleicht nicht in allen Dingen, aber überwiegend, ja, desto stärker ist natürlich auch der Rückenwind, den ich dann spüre. Also das wäre schon schön. Und falls es dann klappt, was ja wenig überraschend wäre, dass Sie dann gewählt werden und in Ihre vierte Amtszeit gehen, dann folgen ja die Jahre 19 bis 24 oder dann erst 18, aber je nachdem wann die Wahl war, also bis 24. Ihr ehemaliger Amtskollege Karl Hartmann aus Reinheim, der hat es ja sogar geschafft, 34 Jahre Bürgermeister zu sein, bevor er dann den Hut genommen hat. Ist das auch Ihr Ziel, so lange den Job weiterzumachen oder haben Sie andere Ambitionen? Naja, es ist ja so, wenn man sich zur Wahl stellt, muss man sich darüber im Klaren sein, dass das jetzt 6 Jahre sind und das muss man jedes Mal aufs Neue überlegen. Also kann ich das gesundheitlich, kann ich das persönlich, weil so ein Amt auszuüben ist nicht immer nur schön, sondern es gibt natürlich auch Niederlagen, es gibt Verletzungen und so weiter. Man muss gucken, wie geht es mir damit und halte ich das aus. Ich halte das jetzt gut aus, aber man kann natürlich nicht sagen, wie es jetzt in ferner Zukunft ist. Ich würde mich freuen, wenn ich jetzt gewählt werde mit einem guten Ergebnis.
weil mir meine Arbeit halt wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich merke auch, wenn ich zu Hause bin, wenn ich spazieren gehe, ich denke darüber nach, ich laufe durchs Ort, ich überlege, wie geht's weiter, wie könnte ich das weiterentwickeln und so weiter. Ich habe halt noch sehr, sehr viele Ideen. Und solange das so ist, bin ich eben gerne Bürgermeisterin und würde es auch gerne bleiben. Aber wie es nach 6 Jahren weitergeht, ob dann nochmal 6 Jahre und nochmal 6 Jahre, also rein rechnerisch geht es natürlich, aber ich finde, man muss da auch ganz ehrlich zu sich selbst sein, ob man das kräftemäßig eben dann auch noch kann und ob dann die Situation eben auch noch so ist, dass man das tatsächlich will. Also ich kann es mir vorstellen, aber eine Garantie kann man da, glaube ich, in dieser Phase noch nicht abgeben. Jetzt haben Sie so ein bisschen die Frage nach den Ambitionen umgangen. Welche Ambitionen meinen Sie? Ob Sie andere Ambitionen noch haben, außer Rostock? Nö, ich habe keine Ambitionen. Also ich habe ja mal erfolgreich für den Bundestag kandidiert. Ich war nicht erfolgreich. Da zählt die Frage, da gehen die Richtung jetzt. Da gehen die hin, genau. Also ich habe ja mal für den Bundestag kandidiert. Ich war auch erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen, für mich, für mein persönliches Wahlergebnis. Ich habe die Wahl nicht gewonnen. Ich bin natürlich, klar, sonst wäre ich ja heute nicht mehr die Bürgermeisterin, ganz klar. Das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Und ich habe das auch immer gesagt, dass ich das nicht mache, weil ich aus Rostock weg will, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr gerne in diesem Amt, ich bin sehr gerne in meinem Rathaus, ich sage das jetzt mal so, als würde es mir gehören, was es nicht tut, es gehört den Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde. Ich übernehme gerne die Verantwortung für die Gemeinde, aber diese berufliche Herausforderung, die hat mich sehr gereizt. Und ich muss sagen, ich habe auch von dieser Zeit stark profitiert, ne? Auch in meiner Entwicklung, weil Sie vorhin auch mal gefragt haben, haben sie sich verändert? Also diese Kandidatur hat mich mit Sicherheit verändert, weil ich nochmal eine andere Perspektive auch auf Dinge bekommen habe. Es hat mich aber auch in gewisser Weise geerdet und mir gezeigt, dass eben kein Amt so schön ist wie das vor Ort als Bürgermeisterin einer Gemeinde unserer Größenordnung. Von daher, nein, ich habe keine anderen Ambitionen, Herr Bach. Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, liebe Zuschauer. Der Herr Meng hat nämlich nochmal sich zu Wort gemeldet. Allerdings erkenne ich jetzt leider keine Frage darin, sondern ich lese jetzt mal ein Statement vor. Die Busse in Rostock sind meist schon voll, oft unpünktlich und ungemütlich oder stehen im Stau. Herr Meng, sind Sie uns nicht böse, aber da kann die Frau Sprössler gar nichts dafür. Da müssen Sie sich an die Dardiner wenden, wenn sie unpünktlich sind oder zu voll und ungemütlich. Und den Stau, da kann die Frau Sprössler ist ja, regelt den Verkehr nicht. Also wir haben es jetzt mal verkündet, Herr Meng, aber sind Sie uns nicht böse, das ist keine Frage. Ne? So, dann frage ich Sie jetzt nochmal zum Schluss. Wir gehen mal davon aus, dass Sie am Sonntag gewählt werden. Ja, ich mache es jetzt mal. Ich bin aus Rheinheim, ich darf ja in Rostock nicht wählen, deswegen ich darf okay. Das mal, ich gehe mal davon aus. Ne? Wo werden Sie denn den Wahlausgang denn verfolgen und wo werden Sie denn vielleicht eventuell ein bisschen feiern? Also das kann ich Ihnen genau erklären. Also ich werde um 18 Uhr im Rathaus sein, wie ich immer im Rathaus bin an solchen Abenden. Und werde dort den Wahlausgang verfolgen. Man kann das ja übers Internet wunderbar machen. Also ich habe da auch keine anderen Daten als andere, sondern ich greife da auch auf die Plattform zu mit meiner Familie. Und weil ja coronamäßig keine Party stattfinden kann, habe ich aber die mir ja zugetan sind, also meine vielen Helferinnen und Helfer, die habe ich zu einer digitalen Wahlparty eingeladen. Hey. Die dann aber erst um 21 Uhr stattfindet, weil viele von denen natürlich auch noch in den Wahllokalen beschäftigt sind. Und wir machen das erst, wenn dann auch tatsächlich die Auszählung in den Wahllokalen abgeschlossen ist. Und dann hoffe ich, dass sich der ein oder andere dazugesellt, vielleicht mit einem Getränk seiner Wahl. Und dass wir dann vielleicht uns nochmal bedanken können, auch bei allen, die da mitgeholfen haben. Und ja, das den Abend dann gemeinsam ausklingen lassen. Und dann so gut schlafen, genau. Weil am nächsten Tag geht es ja dann gleich weiter mit der Kreistagswahl. Die Frau Sprössler, genau. Wer es nicht weiß, ist ja Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag. Ja, und das werden jetzt anstrengende Tage. Das werden sehr anstrengende Tage, genau. Jetzt gucke ich mal kurz zu den Kollegen rüber. Haben wir noch Zuschauerfragen? Keine. Dann sind wir am Ende angekommen. Dann bedanke ich mich zuerst bei der Frau Sprössler, dass sie hier war, dass ich die Zeit genommen habe. Ich denke, es war interessant, auch für Sie da draußen. Wir haben noch einiges Neues erfahren, obwohl es keinen Mitbewerber gab. Ich bedanke mich natürlich bei Ihnen für Ihr Interesse. Ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut, uns zugehört haben, dass Sie Fragen gestellt haben natürlich auch. Wer jetzt das alles nochmal nachverfolgen möchte, nochmal sehen möchte, es gibt zwei Möglichkeiten dazu. Es gibt eine Zusammenfassung, einen Bericht, einen Artikel am Freitag im Echo und natürlich auch www.echo-online.de. Da können Sie also nochmal so eine Zusammenfassung lesen. Wer es aber nochmal in voller Länge sehen möchte, hat natürlich auch die Möglichkeit noch im Anschluss. Die Videos werden stehen bleiben in voller Länge. Auch auf www.facebook.com/echo-online in einem Wort oder eben halt auf unserer Homepage auf www.echo-online.de.
Da bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und verbunden mit der Aufforderung, gehen Sie wählen. Das ist wirklich wichtig. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.